wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Licht hier reinbringen. Bin in einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an einem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Kann ich nie sprechen. Lucy ist am Singen wahrscheinlich, ja. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Ui. Ey Kumpel, ich habe hier Ersatzteile übrig. Hier, brauchst du welche? Na gut, dann nicht. Bin gerade frisch reingekommen. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht.
Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. R9. Krieg ich da hin? Nee. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Entschuldigung. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Ich bin noch nicht fertig. Oh Mann. Was? Route wird berechnet. Hi. Gott, halber Kopf. Bist du Lucy? Ist besessen. Setz dich. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Und kauterisieren. Trink das. Schönes blaues Blut. Gib mir deine Hand.
hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Okay, Kabelkopf. War eine nette Unterhaltung. Können wir was machen hier? Okay. Unheimliches etwas. Simon! Bist du Simon? Er war Simon. Nee, Simon war. Ah, er war Simon. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Aber die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Okay. 6. November 2038. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Hier muss es sein. Wohlhilfe, ja. Ding dong. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Nicht so schüchtern. Dicke Holztür. Slatko folgen. Immer schon. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Okay. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Das sieht aber nicht gerade sehr glücklich aus. Bitte. Macht es euch gemütlich.
Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichleiben? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Ja, toll für einen Neuanfang. Das ist noch keine erlaubt. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Das sagte er erst jetzt? Kommt schon. Sagt man es nicht am Anfang? Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Luther, was ist denn los mit dir? Ja, du sagst nichts. Alles, was wir brauchen, ist komisch vor. Ein bisschen merkwürdig. Luther? Sieht nicht fröhlich aus. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Er ist etwas komisch, aber wir können ihm bestimmt trauen. Na. Wir haben ohnehin keine andere Wahl. Oh Gott. Bitte entschuldigt das Chaos. Das wird... Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Hier lang, bitte. Stell dich bitte da drüben hin. Was trinken? Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Oh nein. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja. Man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein!
Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Oh nein. Was soll ich machen? Was kann ich machen? Oh fuck. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Ich sehe nichts mehr. Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Huh? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Kara! Wach auf, Kara! Musa, hilf mir! Wir treffen uns im Wohnzimmer. Auf Back? Scheiße. Okay. Speicherschein repariert. Oh, Gott sei Dank. Ist hier noch irgendwas, was ich mir nicht als Waffe oder sowas? Selber frei. Nein, das darf nicht passieren. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Gott. Thank you.
Luther! Luther? Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich. Über die Kleine an und schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slatko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. 10 Minuten Zeit? Was ist sie denn? Da ist sie vorder. Hütte hier. Na, mach mal auf. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Was machst du da? Du tust mir doch nicht weh. Nein, 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 das tust du nicht. Ich suche ein kleines Mädchen. Hast du sie gesehen? Ein kleines Mädchen? Nein, nein. Hab's nicht gesehen. Wirst du still sein, wenn ich dich loslasse? Ja, ja. Versprochen, ich bin still. Schalt mich nicht aus. Nein. Nein, natürlich nicht. Halt bloß die Presse dann jetzt. Oh, das ist ein Loser, oder? Macht wohl ein Nickerchen? Keine Zeit zum Lesen. Oh Gott. Hey. Sie. Oh, nice.
Sie ist nicht geladen. Ja. Lauf doch. Oh, 5 Minuten noch. Na, wo ist die denn? Aus dem Bums. So leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Die Kleinen. Sofort, Slatko. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Worauf wartest du noch? Such sie! Nein! Waffe doch.
Oh. Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf! Lauf, lauf doch! Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg, oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? Was fällt euch ein? Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Naja, du hast mich gerade gerettet. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Mein Gott. So. Ah ja, okay. So.